Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cinderella Escape. Natürlich Cinderella Escape 2 Revenge und... Ja, okay, stimmt, wir hatten beim letzten Mal das Outfit noch gekauft gehabt mit dem Geld, welches wir haben. Ja. Jupp. Gut. Und ich würde sagen, dann mache ich direkt mal mit den nächsten Prüfungen weiter. Zumindest probiere ich's. Irgendwie ist der langsamer als sonst. Gerade. Das hat mich etwas verwundert. Okay. Ja, ich hab ihn tatsächlich. Ich hab ihn tatsächlich mit dem Tritt geblockt. Komm schon da. So, einmal eine Grätsche. Gut. Wieder ein bisschen Gold sammeln. Ja. Einmal. Okay. In dem Falle greifen sie jetzt einfach mal zurück. Nobody expects the Brummkreise. Okay, der Jorvik. Okay. Aber ich habe genug Energie, das jetzt sehen. Komm schon, boing. Ha, wer mag denn keine Overkills? Fuck it, ey. Okay, in dem Falle. Wenn das darauf anlegt, dann kriegt er meinen Brummkreise zu spüren. Okay, schade. Hier kann ich jetzt nicht direkt mit dem Brummkreise starten, aber ich dürfte ja nicht klappen, kann auch kein Problem werden. Gut, das dürfte ich jetzt aber beenden. Und da lebt mal wieder ein. Gut. Ich finde das Bein teilweise lustig, wie das da noch so rumschaukelt. Gut. Spiel speichern logischerweise wieder. Aha, 366. Gut. Ich denke, dass ich versuchen werde, bis Prüfung 20 zu machen. Also. Mit Prüfung 20. Und dann. Und nachdem ich Prüfung 20 versucht habe, dann die Story weiterführe. Gut. Was ich halt auch noch nicht weiß, ist, ob es wie bei dem vorigen Teil auch noch ein andere Enden gibt für die höheren Schwierigkeitsgrade. Beim ersten Teil gab es ja mehr als ein Ende. Da gab es ja sozusagen das Standardende plus das Ende für das, wenn man die Schwester und die Schwestern und die Mutter noch sozusagen befreit hat. Ey, hört auf mit dem Scheiß, das ist Mobbing. So, und weg mit dir und du auch nochmal weg. Ich frage mich, bis zu wie vielen Balken man bekommen kann. Also offenbar kriegt man ja alle
alle 10 Level einen weiteren Balken dazu. Knapp daneben ist auch vorbei. Hey. Kein Gold mehr, gut. Schön hinten durch den Nacken gezogen. Gut, das muss jetzt, war das 19 oder 18, keine Ahnung. Aber wir bekommen ganz schön viel Kohle dadurch. Das finde ich eigentlich ganz gut. Nochmal unsere, Königs neue Kleider, nein. Häschen-Outfit würde ich ja eigentlich gerne machen, wenn ich die anderen Häschen-Sachen auch habe. Ich denke, ich gehe erstmal mit König Eisens. Königin Eisens Outfit. Gut, wir haben jetzt 5 Outfits, damit haben wir einen ATK-Bonus, also einen Angriffsbonus von plus 10. Wir haben 4 Unterwäsche, das ist Verteidigungsbonus von 8. Und wir haben Armor, das sind plus 25. Also, okay, Armor heißt immer mal 5 pro Gegenstand. Unterwäsche, Angriff und Verteidigung sind plus 2 pro Gegenstand. Würde ich jetzt rein logisch mal daraus lesen. Gut. Prüfung 20. Letztlich können wir auch noch gar nicht viel weitermachen, aus bis 25 gerade. Und wir müssen erst einen bestimmten Fortschritt in der Story dann dafür. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bis 25 jetzt um einiges härter ist. Okay. Ich versuch's nochmal. Prüfung 20 scheint jetzt tatsächlich etwas härter zu sein. Beziehungsweise. Beziehungsweise ich darf einfach nicht mehr so absolut dämlich rumlaufen, wie ich zuvor immer gemacht habe. Aber wenn das jetzt bei jedem von denen. Ah, fuck, ey. Gott sei Dank habe ich 3 von den Balken jetzt gerade. Gut. Boah, ey. Na, das kann ja hier noch was werden, ey, mit dem Spaß hier jetzt. Gut, aber. Aber ich hab sozusagen einen Plan dafür. Fuck it, ey. Ich bin ja fast tot, ey, fuck. Das könnte doch etwas eng werden. Gut. Gut. Fuck, jetzt bin ich am Arsch. Oh, doch noch nicht. Lieber nochmal. Okay, das dürfte gleich enden werden. Das dürfte gleich verdammt eng werden. Oh fuck, ich bin sowas von tot. Ja. Okay, das war hart. Das war hart. Vielleicht bin ich dafür tatsächlich noch ein bisschen zu unterlevelt. Gut.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal Kapitel 8, der Fall der Burg. Burgfrost. Ausgezeichnet. Ich hatte nicht erwartet, dass es so einfach werden würde. Dass es so einfach sein würde, Frost einzunehmen. Robert, du musst wirklich der stärkste der Kampfpuppen sein. Wie unverschämt. Wie kannst du es wagen, mich anzugreifen? Ich verlange, deinen Namen zu wissen. Es tut mir so leid, euch in Ketten gelegt zu haben, Eure Majestät. Mein Name ist nicht wichtig. Ich will lediglich den Spiegel der Wahrheit. Eure Majestät weiß, wo er ist, oder? Seht nur, eure Soldaten leiden. Hören Sie auf. Ich werde Ihnen alles sagen, was Sie wissen wollen. Aber Sie müssen meine Soldaten sofort freilassen. Ich verspreche es, Eure Majestät. Der Spiegel ist hinter meinem Thron. Sir, wir haben den Spiegel gefunden. Der ist ja so schwer zu übersehen, ey. Alter, ey. Was ist daran das Problem? Wie kann der bitte da so schwer zu finden? Was für eine Arschgeige. Was haben Sie getan? Und so ist ein weiterer Teil meines genialen Plans erledigt. Und du bist nicht länger nützlich. Na toll. Halt, unsere Abmachung. Kein Mensch wird sterben. Oh, Robert, du sollst wissen, dass Magiepuppen Menschen nicht wirklich beschützen müssen. Du hast es versprochen. Robert, ich weiß, dass du Schneewittchen liebst und sie beschützen willst. Aber die Königin hat es dir verboten, dass du mit ihr zusammen bist, oder? Also sollte sie sterben. Steht dir nichts mehr im Weg. Würdest du das nicht wollen? Dann musst du nicht einmal zu Menschen werden, oder? Halt dich an die Abmachung. Hör mal, wir sind schon so weit gekommen und bald wird uns nichts mehr aufhalten können. Sollten wir es schaffen, den Plan zu verenden, werden wir die ganze Welt kontrollieren. Und dann kannst du mit deinen liebsten Schneewittchen tun, was du willst. Sich an die Abmachung zu halten, ist wichtig. Okay, du bist so dickköpfig, sagt ich. Du hast recht, ich entschuldige mich. Ich werde nicht versuchen, einen weiteren Menschen zu töten. Also los, Robert, es ist an der Zeit zu verschwinden. Mein Liebling, was ist hier los? Schneewittchen. Oh nein, was hast du meiner Mom angetan? Robert, wir müssen verschwinden. Wir haben noch einige Sachen zu erledigen. Schneewittchen, es tut mir leid. Okay. Oh. Money. Okay. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie großartig ein Problem darstellen wird. Vor allem nicht, wenn die direkt in mir spawnen und eigentlich im Grunde instant dann sterben dadurch. Alter, die von den Prüfungen ist wesentlich stärker. Das war ja nichts. Das war ja absolut nichts. Gut, Spiel speichern. 177, okay. Ich versuche nochmal Aufgabe 20. Gut, ich bin jetzt... Gut. Gut. Den habe ich schon mal überstanden, ohne Rüstung zu verlieren, sogar. Gut, damit ist jetzt nur noch einer von denen übrig. Fuck it. Ey, das ist jetzt echt offen. Gut. Oh,
Okay, damit sind die wenigstens alle wieder weg. Den kann ich jetzt auch nochmal hier vorknöpfen. Gut, diesmal könnte das tatsächlich was werden mit dem. Okay. Komm schon, hör auf mit dem Scheiß, du. Oh. Das ist sehr gut, jetzt sogar. Einmal rein. Und nochmal direkt hinterher. Damit noch einmal die Schockentüren jetzt hier kalt machen. So, und dann bist nur noch der hier übrig. Und den dürfte ich jetzt eigentlich ja auch damit tot bekommen. Ui, Brummkreis Cinderella macht sie alle platt. Boah, Nummer 20 auch jetzt geschafft. Ich schaue mir Prüfung 21 wenigstens nochmal an. Mal sehen, wie hardcore das jetzt ist. Oh fuck. Ich glaube, das wird nichts. Das kann ich jetzt schon sehen. Gut. Wenigstens ein bisschen Gold, aber ich glaube nicht, dass ich das hier jetzt irgendwie gewinnen kann. Das würde mich doch sehr stark wundern. Und ich bin tot, ja. Jupp, das hätte mich auch gewundert, hätte ich das irgendwie gewonnen. Habe ich das Gold? Nein, ich glaube, ich habe das Gold nicht mitbekommen. Gut. Dann auf zum Kapitel 9, das Duell. Mom, das kann nicht wahr sein. Bitte, wach auf. Schneewittchen, du bist wieder zurück. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Was zur... Dort vor dir liegt Tanja. Sie nimmt meinen Platz ein, wenn immer mir Gefahr droht. Mach dir keine Sorgen, sie ist nur eine Magiepuppe. Nur eine Magiepuppe, wie ich sehe, behandelst du sie noch immer sehr schlecht. Soldaten, bringt Tanja sofort ins Krankenzimmer. Ja, Eure Majestät. Es mag sich grausam anhören, aber aus diesem Grund wurde Tanja erschaffen. Wovon redest du? Das kann nicht dein Ernst sein. Du wirst die nächste Königin von Burg Frost sein. Du musst lernen, dich an den Gedanken zu gewöhnen. Nein, niemals. Ich werde es niemals gutheißen, wie du Magiepuppen behandelst. Wie kannst du nur so grausam sein, du Tyrann? Beruhig dich, Schneewittchen. Oh, Rella, stimmt mir zu. Na gut, du kämpfst deine Ideale und ich für meine. Es ist an der Zeit herauszufinden, wer recht hat. Ich, Prinzessin Schneewittchen, fordere Königin Arion von Burg Frost zum Duell heraus. Der Verlierer muss die Ideale des Gewinners übernehmen. Finde ich irgendwie scheiße, sowas mit Ideal übernehmen ist eigentlich nie gut. Wie kannst du nur deiner eigenen Mutter gegenüber so unverschämt sein, Schneewittchen? Ich akzeptiere, Prinzessin Schneewittchen. Nein, Familienmitglieder sollten sich nicht gegenseitig bekämpfen. Aber sollte es die einzige Möglichkeit sein, diesen Streit zu beenden, dann möchte ich an eurer Stelle kämpfen, Eure Majestät. Rella? Du willst meine Gegner sein? Bist du ja sicher, Rella? Nein, ich will ganz und gar nicht dein Gegner sein. Allerdings will ich auch nicht, dass du deine Mutter bekämpfst. Du ehrst mich, indem du an meiner Stelle kämpfst, Rella. Ich werde mich auf dich verlassen. Wow.
Ich möchte auch so geile Moves drauf haben wie sie. Okay. What the fucking hell? Okay, das ist viel gut. Aber ich gewinne trotzdem. Stimmt, ich habe kein einziges Mal irgendwie einen Block benutzt. Jetzt habe ich Schneewittchen verprügelt. Yay. Schneewittchen, es hätte nicht so weit kommen. Ich hätte es nicht. Schneewittchen, ich hätte es nicht so weit kommen lassen dürfen. Ich bin der Grund für so viel schlechte Erinnerungen. Ich hoffe, du kannst mir eines Tages vergeben. Es ist meine Aufgabe, unser Recht zu beschützen. Aber das ist nicht ohne ein paar Opfer möglich. Ich hoffe, das verstehst du. Ella, ich danke dir vom Herzen, dass du meine Tochter nach Hause gebracht hast und an meiner Seite gekämpft hast. Gern geschehen, Eure Majestät. Es ehrt mich, Schneewittchens Freundin zu sein. Du musst einige Dinge über mich und meine Tochter gehört haben. Ehrlich gesagt tut es mir leid, dass ich gelogen habe. Aber es fällt mir nicht leicht zuzugeben, dass meine Tochter von mir weggelaufen ist. Und ich weiß, dass sie Magiepuppen wie Menschen behandelt. Ich kenne auch den Grund dafür. Aber ich kann einfach nicht akzeptieren, dass Magiepuppen und Menschen gleichwertig sein sollen. Ich habe sie als Mutter enttäuscht. Ich habe sie auch enttäuscht. Wie bitte? Ich habe sie als Freundin enttäuscht. Kurz nachdem wir Freundinnen geworden sind, haben wir uns gestritten. Sie war sauer, weil ich sie nicht verstanden habe. Ja, Schneewittchen ist etwas besonders. Sie hat so viele Freunde. Menschen, Zwerge, Magiepuppen und sogar Tiere. Sie ist zu allen gleichermaßen gütig. Das ist der Grund, warum sie sich alles so viel besser kennt als ich. Und wieso meine Sichtweise so unterschiedlich von ihrer ist. Als wir uns gestritten haben, wurde es mir endlich klar, irgendwann werde ich es verstehen. Es wird nur etwas dauern. Ich danke Eure Majestät. Ich denke, Eure Majestät war nur so streng zu ihrer Tochter, weil sie sie so sehr liebt. Ich bin froh, dass du eine Freundin meiner Tochter bist. Vielen Dank, Eure Majestät. Ich habe allerdings noch eine weitere Frage. Wie konnte Tanya sich in euch verwandeln? Sie benutzt dazu ein magisches Artefakt, das Vanessa mir gegeben hat. Es erlaubt ihr, sich eine Zeit lang in mich zu verwandeln. Ehrlich gesagt will ich nicht, dass sie das Artefakt benutzt. Und ich hoffe, sie wird es nie wieder benutzen müssen. Da stimme ich euch zu, Eure Majestät. Nun, ich habe den zerbrochenen Spiegel hinter euren Thron gesehen. War das der Spiegel der Wahrheit? Nein, das war nur eine Nachahmung. Ich hab's mir gedacht. Keine Sorge, ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Wuhu. Gut, speichern. Ah, fuck it, nicht genug Geld. Okay. Wir sind Level 21. Ich versuche nochmal Prüfung 21 jetzt. Fuck it. Fuck. Oh shit, das sieht nicht gut aus. Gut. Fuck it, ey. Das will ich auch wieder nicht schaffen. Scheint, als ob ich als nächstes echt mal die Story weiterspielen muss. Wirklich viel weiterspielen und einiges weiterspielen muss, damit ich hier die Prüfungen schaffen kann. Einmal versuche ich noch und danach beende ich dann auch die Folge. Okay.
die sind beide tot. Gut, das sieht jetzt gerade schon mal wesentlich besser aus als die vorigen Male. Das heißt aber nicht, dass es auch so dementsprechend vernünftig enden wird für mich weiterhin. Gut. Okay, der lebt noch. Oh fuck. Okay, das wird sehr, sehr eng werden. Aber ich kann definitiv sagen, wenn ich das hier überlebe, habe ich definitiv genug Gold, um mir weitere Sachen zu kaufen. Mit denen ich mich dann noch besser waffen kann. Wow. Okay, das könnte tatsächlich diesmal gewinnen. Da hinten ist nichts mehr. Die sind jetzt alle hier. Ich konnte nicht einsetzen, ey, fuck. Okay. Shit. Schade, schade, schade. Gut. Ja. Das wäre jetzt schade. Aber okay, uns fehlen noch 5 Story-Missionen, bis wir die Geschichte einmal durch haben. 5 Story-Missionen und 30 Standardprüfungen plus die anderen, ich nenne sie jetzt mal Kampfprüfungen. Ich denke, dass ich wahrscheinlich in der nächsten Folge dann 3 Story-Missionen machen werde. Und in der Folge darauf dann die Story einmal beenden werde. Ich muss dann noch sehen, wie ich das dann mache. Weil die Prüfungen, die werde ich auf jeden Fall weiterführen. Ich möchte die halt einmal durchspielen. Besiege alle Gegner 21 bis 30, könnte ich theoretisch schon versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde. Gut. Dann. Ich bin gerade echt am Überlegen. Also danach wäre. Also ich denke auf jeden Fall, dass ich nächste Folge 3-mal die Geschichte spielen werde. Und dann wahrscheinlich noch weiter die Prüfungen versuchen werde, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich da dann wirklich so viel weiterkomme. Ich denke, ich werde die Prüfungen erst wieder wirklich guter Schritt vorankommen, wenn ich halt die Geschichte auch schwer oder extrem dann nochmal spiele. Wo ich aber halt noch nicht weiß, ob die dann einen anderen Verlauf hat, die Geschichte. Deshalb, das sind halt alles Sachen, das sehen wir dann später, nicht mehr in dieser Folge. Das kommt dann alles noch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.